Herzlich willkommen bei den BIFF Talks des 36. Braunschweig International Film Festivals. Wir sprechen hier mit unseren Gästen über ihren aktuellen Film und werfen einen besonderen Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Julia Rutkowska und zu Gast sind heute bei mir Regisseurin Hanna Dose und Schauspielerin Gina Henkel. Schön, dass ihr es geschafft habt. Danke fürs Kommen. Ihr habt uns einen ganz besonderen Film mitgebracht. Wann kommst du meine Wunden küssen? Drei alte Freunde treffen nach langer Zeit aufeinander und man merkt schnell in dieser Dreiecksbeziehung, da sind ein paar Wunden, die offen sind und geküsst werden müssen. Könnt ihr uns ein bisschen erzählen, was da los ist? Willst du anfangen, Tina? Nee, du darfst. Ich darf. Ja. Was da los? Was ist da los? Ja, genau. Also du hast es ja schon toll in Worte gefasst, dass da alte Wunden sind, die geküsst werden wollen. Also es geht um Beziehungen, die durch Lügen und Missverständnisse und alte Konflikte, die aber wirklich in der Vergangenheit liegen und nicht bearbeitet wurden, jetzt ans Licht kommen. Und diese drei Frauen, die da aufeinanderprallen, die sind eben über viele verschiedene Schicksalsstränge miteinander verwoben. Es geht auch um einen Mann, der zwischen ihrer Figur, also der Laura, und der Figur der Bibiana Beglau steht. Und dann gibt es noch eine Schwester, die an Krebs erkrankt ist und wie sich sozusagen einfach die Liebe dieser Personen nicht mehr, also wie sie das eigentlich nicht mehr leben können, weil so viel das zugedeckelt hat und sie erstmal ihre Masken abnehmen müssen, um zu ihrem wahren Selbst, aber auch zu ihren wahren Gefühlen stehen zu können. Der Film ist ja ein Film über Lebensträume, übers Älterwerden, über Tod, aber auch Freundschaft, Kunst. Die ganze Bandbreite. Wie habt ihr euch diesen Themen eingenähert? Es ist ja ganz spannend, dass wir jetzt quasi zwei Positionen da haben. Gina? Hanna und ich haben lange an der Figur und an der Figurenbiografie vorher gearbeitet und haben auch über das, was im Film sozusagen, also über das, was dort gezeigt wird, darüber hinaus die Biografien erarbeitet. Ja, also wir haben viel darüber auch gesprochen, was uns interessiert. Also gerade das, was du angesprochen hast mit der Kunst, weil natürlich spiegelt die Lebenswelt der Figuren auch unsere Lebenswelt wider. Also so arbeite ich eigentlich immer, dass so die Wurzel meiner Stoffe hat immer was Autobiografisches und dann kommt natürlich ganz viel von den SpielerInnen dazu, aus ihrer Erfahrungswelt. Und dann natürlich auch Fantasie und Dramaturgie. Klar, man spitzt es dann auch zu, die Themen, aber wir wollten immer, dass es ja, dass es was mit uns zu tun hat und wir das anreichern können. Und so ist ja auch das Casting passiert, dass ich die Menschen, die das spielen, eigentlich entweder lange kannte oder lange beobachtet habe, so wie bei Bibiana Beglau, und irgendwann wusste, okay, die soll einfach die Maria spielen oder meine Freundin Gina ist perfekt für Laura. Und dann habe ich auch die Rollen auf die hingeschrieben, weil ich wusste, dass sie diese Themen, die vielleicht ursprünglich in mir geboren wurden, noch viel tiefer und weiter bringen und auch darstellen können. Ne? Ja. Ein Thema ist ja auch das Thema Tod, wie du schon angesprochen hast. Wie habt ihr euch dem angenähert? Das war ja schon, da gibt es ja schon sehr krasse, berührende Szenen. Also das läuft ja vor allen Dingen über die Figur Kathi, die von Katharina Schröter gespielt wird. Und das fand ich ganz berührend und toll, wie Katharina, die heißt auch eben Katharina, sich da angenähert hat und das auch recherchiert hat. Also sie hat ganz viel mit Ärzten gesprochen und auch mit Betroffenen und aber natürlich auch mit Anthropologen und Indigenen, weil sie spielt ja auch eine Schamanin. Also sie war sehr tief in die Materie eingedrungen, sodass sie das eigentlich total authentisch rüberbringen konnte. Und wir arbeiten immer so, dass wir uns über lange, lange Zeit gemeinsam in Gesprächen annähern. Das heißt, sie hat mir auch Informationen gegeben, die ich wieder ins Buch einfließen lassen konnte. Und genau, und Gina war dann sozusagen auch mit von der Partie, wenn es auch um eure Beziehung ging, ne? Ja, also Katharina hat einen ganz persönlichen Zugang dann trotzdem gefunden zu dem Thema Tod oder dem Thema Tod in dem Leben dieser Figur Kathi. Und zwar angereichert mit der ganzen Information und den ganzen Recherchen, die sie gemacht hat. Aber sie hat ja vor allem so einen ganz individuellen, eigenen, sehr persönlichen Total. Zugang. Und in der Arbeit dann selber, also beim Drehen, konnte ich mich als Gegenspielerin einfach darauf verlassen, sozusagen, dass es so authentisch und angebunden und echt ist, dass ich mich eigentlich nur mitreißen lassen musste von ihrer
Tiefe und Ernsthaftigkeit, mit der sie das gespielt oder ja, hat in dem Moment. Ja. Das ist ja auch sehr gut gelungen. Es war sehr wirklich ganz toll. Total begeistert. Ja. Was mir besonders gut auch an dem Film gefallen hat, war, wie die Musik eingebaut wurde. Jan, einer der Figuren, um den es dann ja auch so ein bisschen in dieser Dreiecksbeziehung geht, der ist ja DJ und Musikproduzent. Er hat da auch sein großes Studio mit seinen Synthesizern und allem Möglichen. Und diese Musik, die er da produziert, wird ja auch im Film quasi eingebaut. Techno-Beats, elektronische Sounds. Wie kam das dazu? Vor allem du, Hanna, hast du da eine besondere Verbindung zu elektronischer Musik? Ja, genau. Also ich liebe elektronische Musik. Ich gehe auch gern tanzen dazu. Und ich habe sehr früh schon Kontakt zu dem Musiker gehabt. Also das ist von Kang Ling Ray, der Soundtrack. Und ich liebe einfach seine Kunst, seine Arbeit. Und es war ganz früh, dass wir eingestiegen sind in Gespräche, wie wollen wir das machen? Also wie soll die Musik klingen? Und dann, wie kann es zu dieser Figur passen? Und als wir dann Alexander Fehling für den Jan hatten, hat der sich auch immer wieder mit Kang Ling Ray getroffen und hat sozusagen so Method-Acting-mäßig von ihm auch gelernt. Also nicht nur, wie das Equipment funktioniert, auch wie, ja, wie der lebt oder wie der sich gibt. Und hat mit ihm auch einen Track produziert tatsächlich zusammen. Also er singt ja auch im Film selbst. Ja, das ist dann, hat dann, das eine hat das nächste ergeben, das ist so ganz organisch. Also wie praktisch so der 10. Protagonist im Film wurde, diese Musik. Und ich finde auch, dass sie das auf so einer Ebene noch mal viel größer macht, den ganzen Film. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil Danke. Ich auch elektronische Musik toll finde. Gina, du bist eigentlich Schauspielerin hier am Staatstheater. Deine Kollegin Bibiana ist gebürtige Braunschweigerin. Hanna, du kommst ursprünglich aus Köln. Ich bin in Köln geboren und in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Genau. Wie habt ihr dann euch für dieses Projekt zusammengefunden? Wir leben in Berlin alle und genau, ja, und genau, wir kennen uns einfach von einem Regie-Schauspiel-Workshop, genau, 2015, 16 sowas, haben wir mal einen Workshop zusammen gemacht und ich habe Gina auf der Bühne gesehen und habe mich sofort verliebt sozusagen, fand sie ganz toll und wusste einfach, ich will mit ihr arbeiten und dann habe ich, als ich den Stoff geschrieben habe, habe ich einfach irgendwann gespürt, das wird dann immer, wird so ein Gedanke plötzlich größer und man merkt, okay, ich binde das plötzlich an eine Person. Und dann konnte ich mir richtig gut vorstellen, dass sie das spielt. Genau, und dann sind wir vor ein paar Jahren so in die Arbeit eingestiegen. Ne? Ja, schön. Ja, man hat wirklich gemerkt, dass die Zusammenarbeit toll geklappt hat. Dankeschön. Dann herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Dankeschön.